Tomaten. Ach Mann, warum muss ich denn noch unbedingt neben einem großen Tomatenfeld wohnen, Onkel Tom? Ach, das sind doch nur Tomaten, Mark. Irgendwann wirst du eine brillante Idee haben und reich und berühmt werden. Ich glaube, die habe ich. Also, Sie wollen eine Firma anmelden. Ihr Name ist Mark und Sie wohnen neben einem riesigen Tomatenfeld. Ja, ganz genau. Und mein Produkt soll heißen Markarine. Was? Ja, wir haben schon das ganze Apfelfeld abgefackelt. Tomatenmark. Es waren Tomaten. Ja, für die Margarinenpflanzen, falls es sowas gibt. Ich wiederhole. Riesiges Tomatenfeld im Mark und Sie haben schon 2 Millionen von diesen roten Tübchen bestellt mit Tomaten drauf. Ja, aber die werden wir noch alle per Hand gelb anmalen. Verzeihung, sind Sie dumm? Ich verstehe nicht ganz. Tomatenmark. Machen Sie Tomatenmark. Nein, das geht nicht. Onkel Tom, was willst du damit sagen? Das ist bereits meine Firma, Toms Artenmark. Dort stelle ich verschiedene Arten von Marks her. Bin ich deswegen nur 2 Jahre alt? Ja, und wir sind pleite, weil Klonen illegal ist. Oh, ich hasse meinen Job.